bei Lukas Nienhaus, wo wir erstmalig das Düngen der Rübe im Bestand durchgeführt haben, auf den vorhandenen Fahrgassen in 27 Meter Arbeitsbreite. Dieses hatten wir bis jetzt auch noch nicht durchgeführt. Dies haben wir bis jetzt nur in der Arbeitsbreite im Mais durchgeführt. Ja, hallo, mein Name ist Lukas Nienhaus. Ich komme von der Biogasanlage Nienhaus in Rehde. Wir starten heute die Gülledüngung in Rüben. Als erstes haben wir ein bisschen weniger Dünger zu Rüben gegeben, da die Rüben erst noch ein bisschen weniger Dünger brauchen. Jetzt werden die Rüben größer, brauchen mehr Dünger und mehr Nährstoffe nehmen sie auf. Und deswegen kommt jetzt die zweite Düngung, dann über Gülle jetzt auch. Und ja, das wird jetzt gemacht bei guten Witterungsbedingungen. Da wir 27 Meter Fahrgassen haben, muss es ja eben ein Güllefass geben, was in den Fahrgassen genau reinfahren kann. Und da haben wir den Lohnunternehmer Agrarservice der Hof gefunden. Der hat ein spezielles Güllefass, was auch die 27 Meter dann komplett abdecken kann. In diesem Jahr machen wir das zum ersten Mal mit der Gülledüngung. Sonst haben wir das immer nur im Mais gemacht. Und jetzt wollen wir mal ausprobieren, ob das auch in Rüben so gut funktioniert und was die Erträge nachher bringen.